Jo Freunde, was geht ab und willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video werde ich euch mal einen kompletten Guide zeigen, wie ihr als Anfänger viel, viel besser in Fortnite werden könnt. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, auch wenn ihr schon etwas besser seid, werden euch auf jeden Fall ein paar von meinen Tipps noch weiterhelfen. Also kann eigentlich jeder das Video bis zum Ende schauen. Aber vor allem für die Beginner und Anfänger wird dieses Video sehr, sehr hilfreich werden. Also hört auf jeden Fall aufmerksam zu, damit ihr besser werdet. Falls ihr keine weiteren Tipps und Tricks mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn ich lade richtig regelmäßig Fortnite-Tipps und Tricks hoch, mit denen ihr auf jeden Fall immer besser werdet. Falls ihr mich alle auch nochmal gratis mega unterstützen wollt, könnt ihr gerne im Itemshop meinen Supporter-Creator-Code Lenny-OG eintragen. Das wird mir auch mega helfen, das kostet euch gar nichts, mir hilft das aber mega, also macht das auch gerne. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir direkt mit dem Video. Erstmal ist das natürlich für die kompletten Anfänger, die gerade erst angefangen haben, sehr, sehr wichtig, dass ihr jetzt nicht direkt irgendwelche Sachen trainiert, sondern spielt erstmal ein bisschen, versucht vielleicht schon mal euren ersten Sieg zu holen und ihr könnt schon mal die Map und so alles erkunden. Und wenn ihr dann vielleicht schon mal so ein bisschen das Spiel erkundet habt, könnt ihr auch schon zu den ersten Sachen kommen. Die könnt ihr natürlich auch schon direkt am Anfang machen, aber ich denke, dass das wenig Leute machen, weil die erstmal das Spiel so erkunden. Nämlich ist eine der wichtigsten Sachen in Fortnite die Einstellung. Denn egal, ob ihr auf Controller oder Tastatur spielt, am Anfang habt ihr immer irgendwelche Standardeinstellungen eingestellt, die wirklich schlecht sind. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall eure Einstellungen optimieren, genau für euch. Zum Beispiel wichtige Tasten, wie da auch, wo ihr Gebäude bearbeitet, auf die Tasten legen, wo eure Finger auch richtig dran kommen. Zum Beispiel die Standardeinstellung ist G und da komme ich jetzt immer noch nicht ran und früher mit meinen kleinen Fingern bin ich da auch auf jeden Fall nicht rangekommen. Und auch wenn ihr große Finger habt, ist es trotzdem ein bisschen ungemütlich auf G zu gehen immer. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel meine Bearbeiten auf C gemacht, weil ich da ganz leicht dran komme. Aber ihr könnt eure Einstellung auf jeden Fall auf das machen, was ihr am besten findet. Probiert es einfach mal so ein bisschen aus. Geht zum Beispiel ins Kampflabor oder dann kreativ, baut da dann ein bisschen oder macht da irgendwas und guckt, wie es euch am besten mit den Einstellungen gefällt und ändert die einfach die ganze Zeit noch, damit ihr wirklich eure optimalen Einstellungen findet. Natürlich könnt ihr auch auf YouTube Videos nach Einstellungen suchen. Ich habe auch schon mal meine Einstellungen gezeigt, die natürlich für mich optimal sind. Und da könnt ihr euch dann auch so ein paar Sachen rausnehmen. Das Video ist jetzt in der Infokarte verlinkt. Und könnt aber auch, wenn ihr zum Beispiel Controller spielt, meins ist ja für eine Tastatur, könnt ihr das einfach auf YouTube eingeben. Und ich würde euch aber nicht empfehlen, die kompletten Einstellungen dann zu kopieren, weil die sind natürlich für den, der das Video gemacht hat, dann optimiert. Aber ein paar Sachen sind immer gut. Und dann könnt ihr gucken, ob manche Sachen von dem auch für euch passen. Natürlich auch wichtig, dass ihr in den richtigen Games richtige Waffen spielt und nicht irgendwie mehrmals einen Sniperman nehmen oder so, weil es gibt ja verschiedene Waffen auf verschiedene Distanzen. Zum Beispiel solltet ihr immer eine Shotgun dabei haben, also eine Schrotflinte, weil mit der könnt ihr dann auf dem Nahkampf gut kämpfen, weil die auf Nahkampf Schaden macht. Wenn ihr damit dann auf Weitkampf spielt, macht die noch sehr wenig Schaden, außer bei der neuen schweren Pumpgun, die macht auch auf Weitkampf viel Schaden. Aber mit den ganzen anderen Pumps, die es jemals gab und die es auch jemals gibt, macht die halt nur auf Nahkampf guten Schaden. Deswegen habt immer eine Pumpgun dabei, also eine Shotgun oder Schrotflinte, ich sage jetzt einfach beim Pumpgun, habt die immer dabei, um die dann immer im Nahkampf, also in den meisten Kämpfen, ist ja im Nahkampf, zu verwenden. Dann braucht ihr natürlich noch immer etwas wie zum Beispiel eine MP oder eine MK7, mit der ihr dann auf Weitkampf oder etwas auch noch Nahkampf, aber nicht kompletten Nahkampf, gut fighten könnt. Mit MP könnt ihr natürlich auch einen kompletten Nahkampf gut fighten, aber mit der MK nicht so gut. Auf jeden Fall solltet ihr aber immer eine MK mit haben und eine MP. Ich habe zwar in meinen anderen Loadout, wie gesagt, keine MK, aber für die Anfänger ist es wichtig, dass sie eine MK mitnehmen, weil sie vielleicht mehr noch auf Weitkampf sind. Aber an die Anfänger, das brauche ich gar nicht interessieren, weil ich jetzt gerade geredet habe. Nehmt auf jeden Fall eine MK und eine MP mit, damit ihr für Nahkampf die MP und die Pump habt. Für Weitkampf dann die MK. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch Sniperman nehmen, aber das ist eigentlich unnötig. Dann würde ich euch auch noch empfehlen, einen Spider-Man Netschießer mitzunehmen. Damit könnt ihr nämlich einfach durch Bäume rotieren und so und rumfliegen. Wenn ihr damit irgendwo drauf schießt, werdet ihr hochgezogen und müsst dann immer wieder irgendwo dran schießen. Also zum Beispiel an Bäumen und könnt euch dann daran so herschwingen. Dann habt ihr natürlich noch zwei Plätze frei und da solltet ihr immer Heal mitnehmen. Außerdem ist es noch wichtig, dass ihr euch immer an die Meta so ein bisschen anpasst. Die Meta ist nämlich, was so aktuell im Spiel ist, was so aktuell quasi das Beste ist. Weil in Fortnite ändern sich jede Woche Sachen, jede Woche kommen neue Waffen rein, jede Woche kommen neue Map-Änderungen und so weiter. Deswegen solltet ihr euch immer anpassen und dann nach Updates immer Videos gucken, wie ihr zum Beispiel seht, was jetzt die Leute so alles machen. Aber ihr könnt sie auch selbst merken, wenn zum Beispiel jetzt im Update eine neue MP kommt, die viel, viel besser ist als die MP, die im Moment drin ist, dann spielt ihr natürlich nicht mehr die alte MP, sondern die neue. Also ihr solltet euch immer anpassen. Nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel in 2022 immer noch nicht baut beim Kämpfen. Also das ist jetzt für die Anfänger, die können natürlich noch nicht bauen, aber so, das war jetzt nur ein Beispiel.
dass ihr euch halt immer anpasst. Dann komme ich jetzt nochmal aufs Bauen, nämlich, wie ihr es vielleicht schon gehört habt oder auch schon gesehen habt im Spiel, ist das Bauen das Wichtigste, was auch Fortnite ausmacht, und das Editieren, das ist ja das, was sich von allen anderen Shootern unterscheidet, und das ist auch das, was ihr in Fortnite am meisten lernen solltet, und das ist auch eins der schwierigsten Sachen. Aber ich habe auch schon mal ein Video mit Bauen für Anfänger gemacht, das kann ich jetzt euch auch oben beim i verlinken. Wenn ich es irgendwie vergesse, könnt ihr auch einfach auf meinen Kanal gehen und dann auf beliebteste Videos, das ist mein beliebtes Video mit knapp 70.000 Aufrufen, glaube ich. Da habe ich wirklich alles sehr, sehr ausführlich erklärt, wie ihr bauen könnt, wie ihr 90s machen könnt und noch andere Edits. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr noch nicht so gut bauen könnt. Aber ihr solltet auf jeden Fall das Bauen immer trainieren im Kreativmodus. Ihr geht einfach in irgendeine Map rein. Da habe ich auch einen zum Bauen lernen gezeigt in dem Video. Und baut dann einfach drauf los, versucht vielleicht 90s zu können und sowas. Das kann ich euch jetzt schlecht erklären, aber das seht ihr alles in dem Video. Dann ist natürlich noch langsam wichtig, wenn ihr besser werden wollt, dass ihr euer Aim auch trainiert. Genauso wie eure Bearbeitungsskills. Und dafür könnt ihr auch in verschiedene Maps gehen. Zum Beispiel bei Aim, es gibt verschiedene Aim-Maps. Ihr könnt gerne mal auf meinen Kanal gehen, da findet ihr ganz viele Videos zum Aim und auch Videos zum Editen. Und schaut euch am besten, das ist meine Empfehlung, das Video an. Das habe ich kurz nach Weihnachten, glaube ich, hochgeladen. Mit den besten Practice-Maps. Da sind so drei verschiedene Spider-Mans auf dem Thumbnail. Und da habe ich wirklich die besten Practice-Maps, die es zu dem Zeitpunkt gab und immer noch gibt, halt. Also das sind eigentlich immer noch die besten gezeigt, mit denen ihr schnell besser werden könnt. Das Video ist jetzt auch oben bei mir verlinkt. Dann ist es natürlich auch noch eine große Hilfe, immer Tipps und Tricks-Videos zu gucken und auch Videos von anderen Content-Creatern zu gucken, wie zum Beispiel von etwas besseren Spielern, wie die spielen und so, damit ihr euch auch da so ein bisschen was abgucken könnt, sehen könnt, wie die spielen, und bei Tipps und Tricks könnt ihr euch natürlich dann Tipps merken, Sachen trainieren und so weiter. Zum Beispiel auf meinem Kanal, wenn ihr den abonniert, kommen regelmäßig Tipps und Tricks, und da könnt ihr euch dann die Sachen immer merken und dann auch trainieren. Um dann auch noch besser im Kämpfen zu werden, ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn ihr jetzt nicht in jeder Runde die ganze Zeit in einem Busch sitzt, auch wenn ihr dann vielleicht öfter stirbt, wenn ihr nicht immer campt. Desto mehr ihr fightet, desto besser werdet ihr und desto mehr Runden werdet ihr wahrscheinlich auch sterben, aber desto mehr Bock macht es dann am Ende, wenn ihr dann auch mal, wenn ihr zum Beispiel im Busch gepusht werdet, nicht direkt stirbt und dann die ganze Runde verschwendet habt, sondern wenn ihr dann auch mal Gegner töten könnt. Das dauert vielleicht ein bisschen, so ein, zwei Wochen. Vielleicht auch nur ein paar Tage, kommt drauf an, wie schnell ihr trainiert. Aber desto mehr ihr natürlich fightet, desto besser werdet ihr. Wenn ihr dann noch weiter im Kreativmodus trainieren könnt, oh, da kam ein Abo rein, sehr korrekt, nämlich von Dynamo Egg. Aber wie gesagt, falls ihr jetzt noch mehr im Kreativmodus trainieren könnt, könnt ihr auf jeden Fall Sachen wie zum Beispiel Song Wars oder Boxfights spielen. Könnt ihr gerne nochmal auf YouTube oder so eingeben oder auf Google, dann findet ihr Codes für diese Maps. Da gibt es so viele unterschiedliche. Song Wars ist halt, dass die Song kommt in dem Spiel und da mehrere Leute im Kreativmodus drin sind. Da könnt ihr dann trainieren, wie ihr am Ende spielt und sowas. Und in Boxfights könnt ihr halt Boxfights trainieren, also wie ihr im engen Gebäuden und Boxen kämpft. Und natürlich ist es auch cool, wenn ihr Freunde habt, die von euch Fortnite spielen, spielt einfach mal gegen die 1 gegen 1, egal ob die besser sind, außer die sind viel besser als ihr, aber gegen bessere Spielen hilft natürlich auch. Dann sterbt ihr zwar öfters, aber könnt euch den anpassen. Aber auch gegen gleich gute Spielen macht auch Bock und dadurch trainiert ihr euch auch gegenseitig. Also macht das auf jeden Fall auch. Sehr wichtig ist es auch, dass es jetzt so ein bisschen wie im echten Spiel auch immer, Leute zu pushen. Egal ob ihr stirbt, versucht auch zu bauen. Auch wenn ihr schon mal im Kreativmodus könnt oder so. Da kenne ich auch viele, die das schon mal in die Kommentare und so geschrieben haben, dass sie im Kreativmodus bauen können. Aber im Public nie bauen und nie das schaffen irgendwie und immer vergessen. Aber versucht einfach die Sachen, die ihr im Kreativmodus gelernt habt, auch im Public anzuwenden. Auch wenn ihr es vielleicht am Anfang noch nicht hinkriegt, werdet ihr dadurch dann immer besser. Und könnt dann am Ende auch in Public bauen. Also Public, falls ihr euch das verwirrt, ist halt einfach alles außer Kreativmodus und Arena. Dann ist es natürlich auch noch sehr hilfreich, dass ihr euch jeden Tag kurz in Kreativmodus geht, bevor ihr spielt, euch kurz ein bisschen einbaut, kurz ein bisschen das Aim trainiert in diesen Maps, die ich gezeigt habe in dem i, damit ihr jeden Tag auch gut aufgewärmt seid. Dann habe ich jetzt nochmal mehrere Tricks für euch, die euch als Anfänger auf jeden Fall helfen werden und die auch, denke ich mal, Fortgeschrittene, die vielleicht das Video auch gerade noch schauen, wie ich am Anfang ja gesagt habe, ein paar davon denen, denke ich, kennt ihr auch noch nicht. Nämlich ist der erste erstmal, dass ihr in Büschen keinen Fallschaden kriegt. Also egal wie hoch ihr euch beugt, vielleicht habt ihr gerade oben irgendwo gekämpft oder so und müsst irgendwie runter, weil die Sonne kommt oder was auch immer. Und ihr seht irgendwo einen großen Busch, in den ganz kleinen Büschen funktioniert es nicht, aber in den großen Büschen geht es auf jeden Fall. Und ihr springt da runter, egal von wie hoch, dann sterbt ihr nicht, wenn ihr in den Busch springt. Das kann euch auf jeden Fall in Situationen oftmals retten. Außerdem könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gut rotieren mit Autos, Tornados oder Quads und halt auch den Spider-Man-Waffen, damit ihr schnell in die Zone kommt, nicht an den Zone stürzt und so.
Wenn ihr nämlich einen Tornado reingeht, fliegt ihr erstmal hoch und könnt ihr euren Hanggleiter öffnen und dann wegfliegen. Außerdem ist ein sehr, sehr wichtiger Trick, den vor allem auch noch ein paar Fortgeschrittene immer noch nicht verwenden, weil die es immer noch nicht bemerkt haben. Wenn ihr euch den Mettnebel gönnt, also den, wo man sich halt so ein Heal-Spray gibt, dann könnt ihr einfach gedrückt halten. Das geht viel, viel schneller. Ihr müsst nicht für jeden Spray einzeln drücken. Also haltet es einfach gedrückt und dann könnt ihr euch voll healen. Außerdem ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp auch noch, dass ihr euch beim Healen einbaut, weil das viele nicht machen und dadurch dann oftmals auch sterben. Das mache ich auch manchmal noch. Manchmal müsst ihr euch auch nicht einbauen, aber ihr kriegt irgendwann so ein Gefühl dafür, wenn ihr gerade weggelasert werden könntet und wann nicht. Aber einbauen ist immer sicherer, egal was ihr gerade denkt. Dann habe ich jetzt nochmal ein paar Einstellungen für euch, die euch sehr helfen werden. Die Namen von den Einstellungen sind immer gerade eingeblendet, nämlich erstmal Sound Effect visualisieren. Dadurch seht ihr dann immer zum Beispiel so kleine Bilder auf eurem Bildschirm. Wenn ihr gerade zum Beispiel Gegner hört oder so, seht ihr dann so Fußstapfen und das seht ihr eigentlich für alles. Zum Beispiel, wenn ein Boot kommt, seht ihr so ein kleines Boot in so einem kleinen Ring immer und dann wisst ihr immer, von welcher Seite was kommt. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Dann ist eine sehr, sehr hilfreiche Einstellung noch Edit on Release. Das heißt, dass ihr, wenn ihr was bearbeitet und dann loslässt, dass es direkt halt bearbeitet ist und ihr nicht noch bestätigen müsst. Das ist sehr, sehr hilfreich auch. Darum geht es aber auch noch in meinem Bauen für Anfänger-Video, was auch beim i verlinkt ist, wie gesagt. Dann gibt es auch noch eine sehr, sehr gute Einstellung fürs Waffensortieren. Wenn natürlich sortiert ihr, solltet ihr eben eure Waffen sortieren, dass die Pump zum Beispiel als erstes kommt oder so, damit ihr gut die Waffen wechseln könnt und dann wisst, auf welcher Waffe ihr gerade seid. Und dafür gibt es auch eine Einstellung, die seht ihr jetzt eingeblendet, wo ihr einstellen könnt, welche Waffen ihr an welchem Platz haben wollt und wo sich das dann immer, wenn ihr eine aufsammelt, automatisch direkt dahin sortiert. Das war jetzt aber mit dem Video. Ich denke, es hat allen, die es geschaut haben, auf jeden Fall ein bisschen weitergeholfen, vor allem den Anfängern natürlich. Falls ihr keine weiteren Tipps und Tricks mehr verpassen wollt, bleibt doch gerne hier auf dem Kanal, abonniert und dann würde ich sagen, ciao. Cliche, we're on the run. This is what we waited for.